Dürfen wir auch 59 fahren? Nach meinen Regeln natürlich. Oh oh. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Ey, der sieht, dass ich da... Alles okay, alles okay. Immer ruhig bleiben. Okay, jetzt wisst ihr mal, was ich ungefähr meine. Ist egal. Nichts ist passiert. Tief einatmen. 21, 22, 23... Lassen wir sie mal raus. Nächste Haltestelle, Ladbeck West. Immer normal bitte. So. Nächste Haltestelle. Schuldwiese. Jetzt müssen wir einige Zeit aufholen. 3 Minuten haben wir Verspätung. Ja, so viele Fragen heute in diesem Video. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich so noch fragen könnte. Würde mich halt nur freuen, wenn ihr auch mal in den Kommentaren schreibt. Wir müssen ein bisschen Verspätung aufholen, deswegen bitte ich mal hier gerade ein paar Augen zuzudrücken. Wieso da so nie eine einschalten? Oh, wenn man sagt, nie einen einsteigen, dann stellen sie natürlich alle ein. Boah, habt ihr das Auto gar nicht gesehen. Hallo, ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte. So. Bitteschön. Nächste Haltestelle. Wurzstraße. So, dann gehen wir mal Hackendampf. Ist ja erlaubt. Dürfen wir 59 fahren. Nach meinen Regeln natürlich. Was ist das denn für ein Pisser, Junge? Nächste Haltestelle. Schultenbrücke. Ach, da wollte ja jetzt einer einsteigen, ne? Hab mich jetzt voll auf den Auto oder das Auto konzentriert. Mein Deutsch ist ja heute Morgen wieder da. Wundervolle Scheiße! Könnt ausrasten. Bin zum Glück alleine in der Butze. Ich finde das immer so cool, ich zeige euch das Datum, wann ich aufgenommen habe und das Video kommt immer 10.000 Jahre später raus. Aber solange das Video kommt, ist ja auch egal, wa?
Nächste Haltestelle. Maschinenhaus Zwickel. Oh! Die Chakos! Gar nicht gesehen. Aber trotzdem die Kurve bekommen. Okay. Immer ruhig bleiben. Alles wird gut. Sind ja nur 3 Minuten. Warum auch weniger? Das fragt man sich heutzutage immer. Wozu gibt es eigentlich einen Fahrplan? Die Busse jetzt mal ohne Spaß, Leute. Jetzt die Frage, die heutige Frage, die ich überhaupt beantwortet will. Warum gibt es überhaupt Fahrpläne, wenn sich kein Schwein dran hält? Kennt ihr das Problem auch? Also ich kenne das so oft, wir haben so viele Busse, die kommen einfach nicht pünktlich. Die kommen nicht pünktlich. Die haben auch noch nicht mal den Nerv, pünktlich zu kommen. Weil wenn man dann vorne einsteigt, sagt guten Tag oder moin, was man auch immer bei euch sagt, also bei uns sagt man moin meist. Ey! Nächste Haltestelle. Das hat alles keinen Sinn. Und dann kommt man rein und guckt auf den Tacho vom... ich meine, okay. Ja, die können nichts dafür. Die können ja wirklich nichts dafür, dass die zu spät kommen. Ehrlich. Es gibt ja so viele Sonntagsfahrer auf der Straße. Aber die haben doch ein bisschen... Ich meine, dann fahre ich doch... Dann mache ich doch einen Fahrplan... Oh Mann. Ich könnte mich schon wieder völlig aufregen. Erst recht, weil ich nicht raffe, warum ich hier Verspätung bekomme. Ich habe jetzt 3 Minuten Verspätung. Wieder. Ich hatte gerade eben 1,8. Naja. Ist ja auch egal, eigentlich. Wenn ich mich nicht die ganze Zeit wieder aufregen würde. So, Einsatzwagen Oberhof über Markt, warum auch immer, aber es ist halt so. Das verstehe ich so oder so nicht. Wir haben jetzt nämlich die Linie gewechselt auf 188 Richtung Oberhof Terminus. Habe ich eingegeben, oder? Stopp, bremsen. 188 Oberhof Terminus 01 beziehungsweise 02 habe ich gerade eingegeben. Ich habe so oder so keine Beweise. Das laber ich euch dann eigentlich voll. Bis wann muss ich fahren? Bis 9.40 Uhr. Ja, dann verabschieden wir uns von dieser Folge und sehen uns auf der Rücktour. Ciao.